So, wo ist es jetzt wieder? Da. Okay, es steckt in der Wand. Okay. Los! Puh, Glück gehabt. Ich hatte noch rechtzeitig. Ah, jetzt reicht's aber! Ah. Okay, 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 okay. Sie hat kein Schild mehr. Sie hat kein Schild mehr. Und wo ist das Schwert jetzt? Das ist halt immer das Problem, dieses blöde Schwert zu finden. Ah, ich glaube, es ist hinter uns, wenn ich es richtig gesehen habe. Warte. Da ist es. Okay. Gut, da müssen wir jetzt irgendwie hin. Das heißt, ich ziehe das Ding bis ganz nach hinten. Und dann warte ich jetzt noch eine Welle ab und dann hole ich es mir schnell. Okay, komm schon. Wow, das war echt knapp. Okay, sie hat kein Schild mehr, das heißt, sie ist ungeschützt. Und diese komischen Strahlen können uns jetzt nichts mehr anhaben. Na, das heißt, deine Zeit ist gekommen, du blöde... Ich wollte gerade was Böses sagen. Egal, stirb!
Und da läuft der Abspann mit einem der schönsten Lieder in Videospielen, würde ich schon fast sagen. Aber auch der Soundtrack ist bei Ico und gerade bei Shadow of the Colossus wirklich unfassbar gut. Ja, es ist ein kurzes Spiel, wie ich schon angekündigt habe. Wir haben jetzt knapp 4 Stunden gebraucht oder so und hätte ich weniger gefailt und wäre schneller auf die Rätsel gekommen und so weiter, hätte mich da besser dran erinnert, hätte man es noch schneller beenden können. Aber ich finde es nichtsdestotrotz trotzdem ein Spiel, das man nicht vergessen darf, weil es auf viele Arten und Weisen sehr einzigartig ist. Erstmal vom Stil her natürlich, von der Atmosphäre, die wirklich über allem anderen steht. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man dieses Spiel spielt. Man muss es wirklich, das kann man jetzt in einem LP vielleicht nicht so gut rüberbringen. Wenn ihr das selber spielt, müsst ihr wirklich euch Zeit dafür nehmen, es in Ruhe spielen, am besten mit Kopfhörern oder so, damit ihr völlig in diese Welt eintaucht. Ja, und auch die Geschichte darum ist irgendwie faszinierend, obwohl man nicht viel mitbekommt. Ich finde es leider ein bisschen schade, dass man zu wenig so über Yorda und so weiter erfährt. Ich möchte gerne so ein bisschen mehr erfahren, wer Yorda eigentlich ist, warum sie so ist, wie sie ist. Und ja, man hat sogar viel mehr über die Mutter erfahren, könnte man sagen, wenn es die Mutter ist. Die wird immer nur die Hexe genannt. Das heißt, sie ist quasi das Böse, was in diesem Schloss haust und will Yorda nur, damit sie, falls sie stirbt, wieder auferstehen kann durch ihre Energie. Das reicht eigentlich schon als Erklärung. Das ist auch der Grund, warum Yorda da halt gefangen ist. Aber warum ist Yorda so weiß strahlend? Und warum kann sie diese Tore öffnen mit ihrer Energie und so weiter? Und was für eine Sprache spricht sie da für eine komische, die keiner versteht? Das sind alles so Fragen, die bleiben so ein bisschen offen leider. Es gibt bestimmt irgendwelche Abhandlungen im Internet, die das alles erklären, so Fan-Fictions oder sonst irgendwas. Ja, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist ein tolles Spiel. Für Damik-Verhältnisse hat es auch eine sehr schöne Grafik. Und auch heute in der HD-Version kann sie sich noch relativ sehen lassen. Auch die Animationen sind wirklich gut. Was halt nicht ganz so gut ist, ist, dass die Steuerung halt manchmal sehr schwammig ist. Was ein bisschen schade ist. Aber okay, ja. Deswegen macht es das Kämpfen manchmal ein bisschen unnötig schwer und so weiter. Ja, und dass es halt so kurz ist, aber vielleicht länger wäre es dann vielleicht langweilig geworden. Könnte ich mir so denken. Weil es besteht ja fast nur aus Rätseln und Versuchen, wie man irgendwie Yorda von Punkt A nach Punkt B bringt. Aber ja, es wird immer gesagt, wenn man jemanden nach Ico fragt, ob er darüber was weiß, dann wird immer gesagt, ja, das bringt so eine besondere Verbindung zu Yorda mit, weil man halt durch diesen Knopfdruck auf R1 ihre Hand halten kann. Viele sagen, das ist Schwachsinn und das ist nur eine Ausrede dafür, dass das Spiel nicht so toll ist. Aber ich muss sagen, ich finde das auch irgendwie, weil dadurch, dass man auch so leichte Vibrationen spürt und so weiter, hat man wirklich das Gefühl, sie in der Hand zu halten. Und man macht sich auch immer, sie wächst einem ans Herz, obwohl sie wirklich nicht viel Persönlichkeit hat im Spiel, obwohl man eigentlich fast nichts über sie weiß. Aber man hat immer Angst, sie zurückzulassen. Ja. Und ja, das war es eigentlich, was ich dazu sagen soll. Deswegen vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Wer jetzt Lust bekommen hat, kann Ico auf jeden Fall mal nachholen. Und ja, ich werde auch auf jeden Fall Shadow of the Colossus Let's Playen. Ich weiß noch nicht, ob es danach kommt oder also direkt danach oder ob ich erstmal was anderes spiele. Aber das werdet ihr dann sehen. Und bis dahin würde ich sagen, war es das von Ico. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Und ja, noch nicht abschalten. Nach dem Abspann kommt noch eine Kleinigkeit. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann bei einem neuen Projekt wieder. Deswegen nochmal vielen Dank und ja, bis dann. Ciao.
Ich...